So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Ich hoffe mal, audiomäßig passt alles. Sieht gut aus. So, weiter. So. Fortsetzen. So, wir sind mit der immerhin schon Level 10 und haben jetzt eine relativ lange Strecke vor uns, glaube. So ein paar tausend Kilometer. Ich tippe leider nicht. Na gut, wir gehen mal rein und gucken mal. $60.000. So. Ready to roll. Dass man hier ab und zu nicht einfach, dass man hier jetzt nicht sieht, wie wir noch fahren müssen, dass ich jetzt erst aus der Parklücke rausfahren muss. Damit du mir jetzt anzeigst, wie weit wir noch fahren müssen. Eieieiei, das ist so dumm. Gut, auf jeden Fall haben wir noch 400 Meilen vor uns. Keine 1000 mehr. Sehr schön. So. Unsere schöne Fracht hier. Unser schöner LKW. Das ist das Wichtigste. Sehr nice. Ich wüsste halt nur gerne mal, wie das ganze Nacht aussieht. Achso, siehst du, ich kann doch. Warte mal kurz, wir können doch. Ich bin auch dumm. Können wir hier, wir haben hier diesen Fotostudio-Modus. Da. Den habe ich komplett vergessen. So, machen wir es einfach mal dunkel. Bup. Oh. Gut, vielleicht sollten wir nicht gerade bei einer Laterne stehen. Wir mal ein Stück auf der Autobahn rauf. Wow. Ich liebe diesen HDR-Effekt. Also diesen Weißabgleich-Effekt. Der, ich finde den so klasse. Auch wenn du hier in der Kabine drinne bist, hier zum Beispiel, weil wenn du jetzt hier so in der Kabine bist und dann rausguckst mit einmal, wumm, das ist dann so extrem, ne? Dass ich das Auge erstmal dran gewöhnen muss. Das finde ich so klasse. Das ist ein echt geiler Effekt, den sie da implementiert haben. So. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Autobahn. Hier ist jetzt ein bisschen dunkler. Dann stellen wir uns mal fotoreif schön quer auf die Fahrbahn. So. Muss sein. Beauty Shot, ihr wisst. Okay, der ist ganz schön schief jetzt. So, voilà. Das sieht schon besser aus. Sehr geil. Oh. Schade, aber auf dem Boden hat das Ding, also jetzt so ein Orange Glow an der Seite, so viel oranges Licht wie überall ist, haben wir leider trotzdem nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Weil ich meine, hier so das Fahrlicht und auch so das Blinklicht, das leuchtet ja. Ne? Das sieht man auch auf der Fahrbahn. Wenn er jetzt blinken würde. Leider kann man die Blinker jetzt hier nicht im Nachhinein einschalten, oder? Nee, kann man nicht. Schade eigentlich. Ja. Schade, dass die hier kein. Oder ich komme auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen weiter runter geneigt, aber auch hier. Sieht man auf dem Boden leider gar nichts. Wie gesagt, ich finde es halt immer auch ein bisschen schade, dass es keine Unterbodenbeleuchtung gibt. Ne? Aber hatte ich ja schon angesprochen, dass in Amerika jeder LKW im Privatbesitz auch Unterbodenbeleuchtung hat. Was sie hier gar nicht drin haben. Aber naja, was soll's. Ja. Dieser Fotomodus ist übrigens ultra geil. Schatten, Baby. Schatten. Die Dinger haben noch einen Schatten, oder nicht? Tja, okay. Aber muss ich wieder aufpassen, dass wir keinen Unfall bauen. So zum Beispiel. Voilà. Und freie Bahn mit Marzipan. Let's go. Wir dürfen 70. Was wir auch machen können, ist, wenn ich jetzt hier so und jetzt den Doppelblicker einschalte. Abwarten, so, jetzt hat gerade, ne, jetzt sind die Blinker gerade angegangen. Aber wenn ich jetzt in ein Fotostudio gehe, müssen die Blinker auch noch an sein. Ach nee, die wechseln ja hier tatsächlich auch mit. Immer, sobald sich die Szene aktualisiert, werden die Dinger immer an und wieder abgeschalten. Und sobald ich den nichts mehr mache, so jetzt, fahren die so in ihrer Position.
Okay, wenn ich mit der Kamera rumfahre, blinken sie nicht. Ah, siehst du hier? Die haben nämlich so ein Blinkdings da. Deswegen, also die Blinklichter, die haben alle so einen Schein auf dem Boden, aber diese Konfekt, die Beleuchtung hier, die nicht. Ich finde ein bisschen schade. Naja, gut, was soll's. Genug rumgespielt. Boah. So hell. Gütchen. Wollen wir mal aufhören, hier den Verkehr nervös zu machen und mal lieber hier ein bisschen wie gesittete People fahren? Wie der amerikanische Volksmund sagt, gesättete Peoplet. Oder so ähnlich. So. Diese helle Fahrbahn, ne? Das muss auch sein, wenn du hier so dunkel bist und dann nach vorne guckst, wumm, einfach nur weiß. Eieiei. Naja. So, wollen wir mal jetzt gucken, wir fahren schon wieder zu schnell. Und drosseln wir mal hier runter und dann machen wir mal den Cruise Control an. Active Cruise Control ist ja leider immer noch in Arbeit. Bin mal gespannt, wann der kommt. Oh, da vorne ist er runter. Ah ja. So. Ist auf meinen Ohren, by the way, relativ leise. Ich mache mal ein bisschen lauter bei mir hier. So. Ah, schon besser. Sonst fange ich nur noch an, so leise zu sprechen und dann hört ihr mich nicht. Ja, schön hier. Oh. So, hier nur 50, okay. Schöne by the way. Gut, die Bäume da sehen alle ein bisschen Copy und Paste aus, aber was willst du machen? Oh, Alter, wie der Polizist hier lang gerast ist, Alter. Eieiei. Go straight on. Oh, schon wieder stehen bleiben. Da gibt's doch ja nicht. Da vorne schon wieder rot. Die Ampeln mögen uns. Go straight on. So, können wir gleich mal ein bisschen Musik hermachen. Oh, diese Hip-Hop-Kühe.
Oha, hier geht Fahrt bergab. Wollen wir mal ein bisschen rumspeeden hier? Let's go. Oh, vorhin ist ja schon zu Ende. Wow. So wird es zum Thema rumspeeden. Das hat ja gut funktioniert. Oh, ein Eismann. Geil. Zum Glück sind bei uns die warmen Tage mittlerweile vorbei. Aber so vor 2-3 Wochen hätte ich es irgendwann gut gebrauchen können, direkt bei mir hier im Zimmer. Was halt auch schön wäre, jetzt bei ETS und bei ATS, aber vor allen Dingen bei ATS, wenn man so sein Spiel, ich sag jetzt mal so, aufzeichnen könnte, also so, ja, also jetzt nicht als Video, was ich jetzt hier gerade sowieso mache, sondern wirklich das quasi, das wie ich fahre und wie auch die ganze Traffic hier fährt, quasi aufgezeichnet wird und man sich das dann später aus verschiedenen Winkeln angucken könnte. Ja? Sowas wäre halt geil. Weil gerade so wäre es natürlich cool, wenn man einmal hier so normal langfahren könnte und man sich dann später man sich so aus allen Winkeln so bewundern könnte, wie man denn so lang fährt. Ja, das wäre schon geil. Weil ich meine, während man ja eigentlich fährt, muss man sich ja wirklich aufs Fahren konzentrieren. Da kannst du nicht einfach mal den LKW aus allen Richtungen bewundern. Gerade bei so kurvenreichen Strecken wie hier ist halt kaum machbar. Aber die Landschaft gibt es halt her, dass man denn so das Ganze dann wiederholen kann und dann wirklich so schon aus allen Winkeln betrachten kann und auch mal so aus allen Winkeln einfach mal so mitfahren kann und alles. Ne? Wäre auf jeden Fall schon ein cooles Feature. Noch ein Wunschvorschlag für ETS und ATS 3, ne? Ihr merkt schon, da kommt einiges beisammen. SCS-Software. Ihr müsst euch dranhalten. Warum gibt der jetzt so Speed? Was muss mit dem? Die ganze Zeit fährt er 40 und jetzt geht er hier ab wie Schmitz Katze. Bleib mal hier. Ah, jetzt sind wir auf 65. Okay. Die fährt aber auch nicht gerade. Ich finde es auch immer so witzig. Hier, diese Geburtsschilder. Heißt es? Zum einen heißt es, ja, du darfst in dieser Gegend nicht schneller als 65 fahren, weil sonst könnten Unfälle entstehen. Und dann im nächsten Schild heißt es, ja, wir empfehlen dir aber nicht schneller als 50 zu fahren, weil sonst könnten Unfälle entstehen. Wait a minute. Na, warten nun.
Warum ist da nicht gleich die Geschwindigkeitsbegrenzung hier bei 45 in dem Fall zum Beispiel? Nein, gibt es eine Empfehlung für 45. Ich meine, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt, weiß ich, statt 45 50 fährst? Ha? Und dann einen Unfall baust. Und dann kommt die Polizei und sagt, ja, du dürftest zwar 65 fahren, aber wir haben dir doch empfohlen, nur 45 zu fahren. Also warum fährst du bitte schon 50? Ja, dann lass die Scheiße gleich nur für 45 zu. Also, why? Was ist da los mit diesen Amis? Verstehe ich das Konzept irgendwie nicht richtig oder gibt es da einfach kein Konzept? Also. Schon sehr suspekt. Aber wenn du so Kurven fährst, siehst du richtig, wie er rumstockert. Das ist ja schlimm, ja. Wow. Da kam das 45 kam, MPH empfohlen Schild vor dem man das 55 fahren. Das heißt, sie haben schon in der 33er Zone mit 45 empfohlen. Ja, 35er Zone. Nicht 33. Ah ja. Achso, das war auch eine Straße. Weil die linke Straße auf Navi nicht eingezeichnet war, habe ich die gerade vollkommen ignoriert. Haha. Ups. Wenn von da jetzt ein Panzer gekommen wäre, wäre ich weg. Was? Wie so schnell? Da war ich wohl noch in der 25er Zone. Jetzt wird aber vorne jetzt mehr als 30 km/h. Obwohl mit 30 empfohlen war. Direkt Strafzettel. Was macht der für ein Stop and Go? Was ist denn los mit dem? Fängt der an hier bergab in der Kurve um vielleicht so rum Spielchen zu spielen hier. Ja, ist klar. W-
Warte du nur, bis ich meinen Stahlbomber vorne dran habe. Dann reden wir weiter. Dann testen wir mal deine Knautschzone. Watch for rocks. Da ist einer. Da. Wow. Ich sollte nach Bergen Ausschau halten. Sorry. Da kann ich mich nicht gleichzeitig auf die Straße konzentrieren. Aber was ist das hier für ein Verein? Nee. Was sind das eigentlich für Spieler? Das da. Ist das jetzt Speed Limit für 45 oder ist es empfohlen oder... Ach nee, es heißt Ahead. Das da vorne kommt eins wahrscheinlich. Also das ist eine Vorwarnung dafür. Oder? Zumindest ist da vorne eins für 45. Ah, das ist natürlich geil. Dann kann man schon mal vorher anfangen zu bremsen. Aber was Sinnvolles. Das haben wir hier in Deutschland ja nicht so, ne? Wenn man hier auf der Autobahn mit 130 fährt und dann kommt im nächsten Moment einfach so ein Schild 58, ja, bis das Schild kommt, kann man natürlich nicht so schnell runterbremsen. Und dann kaum hast du das Schild mit 51 km überschritten, also durchschritten vielmehr, kriegst du sofort Strafzettel, ihr überhöhte Geschwindigkeit, bumm, 10.000 Euro. Wobei, da brauchst du ja, glaube ich, 56 km. Du hast ja immer 5 km Toleranz oder so. Warum tuckert der LKW so? Komm, ich überhole den jetzt mal. Das ist mir jetzt einfach nur noch mal zu blöd. Straße frei? Nee. Doch. Aber so bergauf kann ich nicht wirklich beschleunigen. Ah, wird er hier zweispurig. Sehr schön. Nee, mein Freund, du bleibst da jetzt mal. Du bleibst da? Wie, du biegst ab, Junge. Ich glaub das nicht. Warum fährt er überhaupt nach rechts, wenn er dann eh wieder nach links fährt? Ist der dumm oder so? So, feiert jetzt hier. Freie Bahn. Warum fahre ich eigentlich so schief? So, schon besser. Ja, ich meine, ein Problem haben die Dinger natürlich. Ich meine, gut, wenn man jetzt hier so relativ nah ist, kann man die zwar kennen, aber dieser kleine Bereich hier ist natürlich viel kleiner als die eigentlichen Schilder. Das heißt, die siehst du wirklich erst, wenn du wirklich dran vorbeifährst. Dadurch, dass sie natürlich nur eine Vorwarnung sind, kann man da sagen, okay, das ist nicht so schlimm. Aber eben die Schilder, die siehst du schon von einer Meile Entfernung oder so. Wir sollten uns bei auch so dran halten, ne? Haha. Ah, immer noch links. Warum denn links? So, dann ordnen wir uns mal links ein. So ungefähr. Bäh. Und Freibahn mit Marzipan. Oh, da kommen welche.
Was ist hier mit diesen roten Linien los? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Wie sind wir hier hingekommen? Ach, hier beginnt die rote Linie. Aber wie sind wir da hingekommen? Wo haben wir geladen? Wo haben wir Pause gemacht? Wir hatten irgendwo hier Pause gemacht. Wo waren das? Das war doch schon... Das war irgendwo auf dem Rastplatz, logischerweise. Nee, hier war das nicht. What the fuck? Nee, du, warte mal kurz jetzt hier. Ah, Spielstand. Was war von heute der erste oder von gestern der letzte? Genau, das war, wo ich gestern Feierabend gemacht habe. Und das waren die von heute. Die oberen drei hier. Wann bin ich denn hier falsch abgebogen? Oder fahr schon die ganze Zeit falsch rum? So, hier habe ich Ruhepause gemacht. Map, wo bin ich hier? Ich bin hier irgendwo. Genau, da bin ich hier lang gefahren. An das vom Logo konnte ich mich sogar noch erinnern. Kann sein, dass ich hier einfach geradeaus weitergefahren bin? Ah, ich glaube, ich bin hier einfach geradeaus weitergefahren. Kann das sein? Aber dann hätte er mich doch hier einfach wenden lassen können. Nee, das macht auch keinen Sinn. Nee, andersrum. Wenn ich hier gerade weitergefahren bin, hätte er mich hier wenden lassen können. Achso, ja, eben, ich war ja auch hier gerade. Ja, never mind. Ja, okay. Eben, wir waren gerade hier, als ich jetzt gerade neu geladen habe. Ja, dann bin ich hier tatsächlich hier oben einfach geradeaus weitergefahren. Ups. Scheiße, die Wand dann. Hä? Ja. Nicht so geil. Wow. Gut, dann würde ich mal sagen, ist sowieso fast eine halbe Stunde vorbei. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. gut. Das war ja eine sehr errungenschaftsreiche Folge. Ja, ja. Wir haben genau nichts geschafft. Also muss man ja auch mal schaffen. Bis dann. Ciao.